Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Jeden Tag eine Frage und ein Engel, die in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen BÄM machen sollen, damit du aufgewühlt wirst und in diesem Aufgewühlten etwas Neues entdecken kannst. Denn dieses Jahr wird es sicherlich ein herausforderndes, ein anderes Weihnachten als sonst. Aber vielleicht kannst du mitten in all diesem Aufgewühlten auch etwas Neues entdecken. Und so habe ich dir heute eine Frage mitgebracht, die heißt, wenn du auf dem Weg zu Weihnachten bist, zu diesem ganz anderen Weihnachten und beginnst, dich darüber zu freuen, mit wem teilst du deine Vorfreude auf Weihnachten am allerliebsten? Mit wem teilst du am liebsten deine Vorfreude auf Weihnachten? Und dazu gibt es natürlich einen ganz besonderen Engel, auch während du dir diese Frage beantwortest. Und diesen Engel sehe ich mir jetzt einmal wie immer mit meiner Engelsbrille an, die ich von meiner lieben Freundin Ellen Hollebein aus Afrika zugesandt bekommen habe. Und der Engel, den ich dir dazu wünsche heute, ist der Engel der Diskretion. Ich wünsche dir, dass dir der Engel der Diskretion immer beisteht, damit du angemessen reagierst, redest und dich so entscheidest, dass daraus Lebendigkeit und Freude entspringen. Und ich wünsche dir den Engel der Diskretion bei allen Gesprächen. Er befähigt dich, dich ganz auf deinen Gesprächspartner einzulassen, ohne dein Wissen einfließen zu lassen, das du von anderen über ihn erhalten hast. Der Engel der Diskretion wird dir viele Menschen zuführen, die dir Vertrauen schenken. Denn in uns allen steckt die Sehnsucht nach diskreten Menschen, nach Menschen, die unterscheiden können, was sie uns sagen und was nicht. Möge dir dieser Engel der Diskretion heute beistehen, den nächsten Schritt auf dem Weg zu Weihnachten zu gehen. Und ich freue mich darauf, wenn du morgen wieder einschaltest, wenn ich ein neues Türchen in Mickys Adventskalender mit dir zusammen öffnen werde. Bis dann.